Ja, herzlich willkommen zum 10. Teil unseres Let's Plays, oder wie Dennis zu sagen pflegt, zum 10. Part unseres Let's Plays. Es geht um Affordable Space Adventures immer noch und wir versuchen weiterhin an diesen beiden Artefakten vorbeizukommen. Das Problem ist, der linke mag keine Elektrizität, oder? Ja. Nee, andersrum. Nee, er mag keine Lärme, also Lärm. Und genau, so. Und der rechte mag eben... Okay. Machen wir bei 3 dann? Ja. 1, 2, 3, los! Okay. Oh. Mach erst die Wärmeklappe auf. Ich mach erstmal. Ich sag Bescheid, wenn ich fliegen kann. Warte. Ich fliege. Oh, wir sind weg. Was, Mann, Mama? Oh. Warte, land erstmal, okay? Ja. Oh. Das war aufregend. Jetzt scannen wir mal den Typen hier unten. Okay, er mag überhaupt keine Elektrizität, das heißt, wir müssen wieder auf Wärme umsteigen. Oder wir rutschen einfach runter. Ich würde sagen, wir versuchen es lieber zu mitfliegen. Wer weiß, was uns da unten erwartet. Kurz. Jetzt ist der Lärm wahrscheinlich, oder? Ja. Nee, geht nicht. Ich glaube, wir müssen rutschen. Okay. Oh. Das ist kein Rutschen, das ist Oh nein. Warte kurz. Du musst die Masse erhöhen. So viel? Ja, wahrscheinlich. Wow. Mach weg, bevor irgendwas kommt. Okay, gut. Warte. Wir müssen jetzt hier runterfliegen von dem Fahrstuhl. Das war close. Oh. Aber haben wir auch wieder super gemeistert. Ja. Ich meine, natürlich gab es jetzt vielleicht 2, 3 Stellen, wo wir kurz gehangen haben, aber es ist doch immer noch so fair, das Spiel, dass man die Rätsel schaffen kann. Ja, aber man muss halt schon viel überlegen und ich muss sagen, langsam raucht mein Kopf schon, so wie das Raumschiff immer, das raucht. Solange er nicht Feuer fängt. Nee, kommt vielleicht noch. Oh Mann. Jetzt warten wir erstmal ab. Vielleicht kommen wir ja hier noch irgendwie an so eine... Tankstelle vorbei und können so Eis holen. Ja, Unterwassersee oder so und dann hättest du dich auch... War eine neue Meldung? Können. Der Booster! System Repair, das Smallcraft ist mit einer Booster-Batterie ausgerüstet, die jeden Motor mit zusätzlicher Energie versorgt. Sie ermöglicht zudem einen Notfallflugmodus ohne den Einsatz primärer Motoren. Das heißt jetzt nochmal Booster. Das heißt ohne primäre Motoren, das heißt ohne Elektro und ohne... Wo ich lade gerade auf. Nicht, Bob, ich bin einfach schneller. Schneller bist du? Weiß ich nicht. Wollen wir einfach. Ich kann hier nichts machen. Ja. Jetzt. Wow. Weil ich den Booster anmachen musste. Warte, ich muss kurz aufladen. Achso, er muss sich aufladen. Und jetzt. Ich kann nichts machen. Boost. Das Problem ist, wir liegen jetzt hier auf dem Kopf. Das macht es ein bisschen komplizierter. Warte. Jetzt. Jetzt, alles klar. Wir sind durch. Ich halte nochmal auf. Ja. Außerdem ist das jetzt die letzte Option, die wir wahrscheinlich jetzt erhalten haben in dem Spiel. Denn es gibt... Nein! Ah, es gibt keine freien Felder mehr jetzt hier auf dem Gamepad. Jetzt. Oh, gerade so. Oh. Bub. Bob. So, ich mache jetzt den Elektromotor an. Alles klar, der ist auch ein bisschen ruhiger und natürlich umweltschonender. Ja, ne. Ah, okay. Ach, ich schätze mal, dass diese komischen Strahlen alles andere ausschalten. Na klar. Ah, okay, da muss er noch schneller sein. Jetzt? Ja, ich gehe runter. Oh. Hab wieder auf Elektromotor gewechselt. Alles klar. Hm. Ja gut, dann machen wir ja die Dinger aus hier. Oder zumindest den... Warte. Ja, gut. Ich würde sagen, die nehmen wir mal mit, oder? Warte mal... Ah, nee, ist ja klebrig. So eine Kiste kann man ja immer mal gut gebrauchen. Vor allem, wenn man auf so einem... So auf einem Space-Abenteuer ist. ...gestrandet ist.
Geht's? Nee, ich glaube, das ist. Ah, da kommt man nicht durch. Also, es ist beabsichtigt, dass man das nur dahin machen kann. Okay. Warte, ich lass los. Ja. Oh, Scan. Da ganz rechts ist auch noch einer. Ja. Warte mal, ist das jetzt ein Durchfliegen? Nee, okay. Was mögen die? Mögen keine Elektrizität und auch kein Lärm. Warte mal, ich mach mal einen Schub weniger. Ich mach die Kreativisation. Flieg mal bitte. Nee. Wir müssen mit dem Boost ja, da durchkommen. Warte, weil es ist ja irgendwas, was gar nichts macht, oder? Schlag auf. Jetzt. Okay. Da war ja auch noch der Elektromotor an. Stimmt. Warte mal. Ah, wir sind aber hier drüben. Guck mal, wir sind okay, drüben. Cool. Ich muss den Boost trotzdem anmachen. Du musst wahrscheinlich jetzt oben drüber und die Kiste nach links holen. Ja. Okay, ich lade nochmal auf. Können wir diese Dinger das scannen? Nee, geht nicht. Nee, nicht, dass die irgendwie nicht für, auf Elektrizität stehen oder so. Wie ein verzweifelter Versuch. Mit letzter Kraft. Ja. Okay, das war nix. Ich glaube, du musst Anlauf nehmen. Müssen wir ein bisschen nach rechts gehen. Versuchen es nochmal so. Oder so. Nochmal aufladen. Aber wie hervorragend dieses. Uha. Das Problem ist, es macht viel Lärm, das Teil. Okay. Was macht wenig Lärm? Ich meine, die stehen hier auf die Münker Elektrizität. Ich mache mal kurz bei Elektrizität alles aus. Ich mache wirklich jetzt minimal Sachen an. Flieg bitte mal. Ich bin weggeflogen. Und jetzt geht's nicht. Oder geht's noch? Nee, ich kann nicht. Nee, es geht noch die Antikravitation. Okay. Ich versuche auf der Kiste zu landen. Okay. Jetzt. Okay. Oh, komm wieder runter. Warte mal, ich mach erstmal klebrig. Ja, genau, damit wir es ein bisschen weiter nach rechts machen können. Ich mach einen Schub höher. Ja. Oh Gott, das ist wird aber gefährlich. Wir müssen weiter in die Mitte. Ja, warte. Kommen. So. Jetzt. So. Jetzt. Oh. Oh, jetzt ist es wieder dunkel. Da war es ja eben schon ein bisschen angenehmer, oder? Ich mag keine Dunkelheit. Ich habe immer Angst. Ja, aber ich bin ja zusammen mit dir hier, Dennis. Du musst keine Angst haben. So. Also, ich glaube, das war jetzt wirklich der Booster, das ist wirklich das Letzte, was wir jetzt beigebracht bekommen haben im Spiel. Ich glaube, jetzt wird alles auf einmal quasi jetzt, getestet. Und das heißt, jetzt, glaube ich, wird es richtig schwer. Puh. Aber natürlich nicht zu schwer für uns. Ja, klar. Das wissen wir jetzt schon. Oh, Zeit? Ja. Allein die Grafik finde ich wieder so richtig schön eigentlich. Also. Ja, es ist halt sehr. Scan. Es ist halt sehr atmosphärisch. Die mögen gar keine Elektrizität. Und kein Lärm und gar nichts, oder? Wärme geht, das heißt. Warte mal. Ich muss das Ding aber auch bewegen können, wenn wir da durch die Laserbarrieren wollen. Weißt du, was wir machen müssen? Booster bestimmt. Oh Gott. Warte, lass mich mal erstmal gerade wiederkommen. Also mach mal wieder irgendwas anderes an. Hast du mal kurz davor hinzugehen? Ja? Du darfst quasi. Okay, warte, ich kann den Boost jetzt schon aktivieren, warte. Ihr müsst erstmal in die Mitte hin, da musst du warten. Okay? Mhm. Jetzt. Ich schlag wieder auf. Oh. War das eben durchs Aufladen? Ja. Weil der Lärm gemacht hat wahrscheinlich, ja? Ich glaube, du musst deine Energie nicht vergeuden. Aber warte, ich mach erstmal normal. Wie, ich darf sie nicht vergeuden? Das heißt, du musst sie sparen, du musst langsam hinfliegen. Aber es ist doch gerade der Boost, denke ich. Du hättest ja weiterfliegen können. Ach so? Warte mal. Okay, warte mal. Okay. Warte, ich warte noch eins. Jetzt. Jetzt. Oh.
Ach, das hat so. Red geschafft. Ich dachte, dass. Ja, ich mach lieber das hier an. Dass der halt sich quasi komplett verbraucht, sobald man ihn einsetzt. Nee, nee. Der arbeitet nach. Oh, 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 oh. Warte. Scan. Ich hab's. Oh, 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 oh. Was will er? Okay, warte. Warte. Elektrizität kannst du anmachen. Oh, oh. Motorfrost. Okay, Hauptsache wir sterben jetzt nicht. Okay, doch, wir sind gestorben. Oh, verdammt. Motorfrost. Aber dann müssen wir jetzt irgendwie so. Aber ja, warte mal, erstmal scannen. Elektrizität war okay. Er macht. Ja. Ja, durch. Was war's jetzt? Lärm. Lärm. Das heißt, wir dürfen nicht so schnell. Schau mal auf das Lärmding. Ja, schon ein bisschen. Ich mach mal einen Stub weniger. So geht's. Du musst halt trotzdem vorsichtig sein. Stimmt, wegen Motorfrost. Boah, das reicht nicht, oder, die Zeit? Hä, hey, wie kann man die Wärme... Nee, wenn wir auf Boost umstellen, nee. Achso, wir sind jetzt wegen dem Frost gestorben. Ja, wegen dem Frost. Das heißt, um das mal kurz zu erklären, weil ihr es ja nicht sehen könnt, weil das auf dem Gamepad passiert, da ist halt eine Anzeige vorgegangen und sobald die das Warndreieck erreicht hat, sind wir draufgegangen. Ja, so sieht's aus. Wir können aber auch nichts mit Elektromotor machen, warte mal. Du meinst mit Brennstoff? Ja. Naja doch, wenn wir diese Klappen öffnen, oder? Aber es hat ja trotzdem viel zu viel Lärm. Ja. Nee, es bringt nichts. Und der Booster aber auch nicht. Geh nochmal rein. Einfach so. Soll ich nochmal rein? Ja. Und oben? Das ist Frost weniger. Ich komm nicht mehr hoch. Was war denn jetzt? Keine Ahnung. Kann man irgendwie reinschießen und das entzünden? Genau bei Frost. Okay, wir stehen vor einem weiteren Rätsel. Können wir nicht einfach ein Lagerfeuer im Schiff machen? Im Prinzip eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass das Schiff heiß wird. Dagegen. Aber Lärm darf trotzdem nicht vorhanden sein. Ja. Kann das heiß laufen? Kannst du das Ding nicht trotzdem hier aktivieren? Aber das ist zu viel Krach. Ja, ich rede jetzt hier von, ob man das aktivieren kann. Ja, das kann man aktivieren, aber wir müssen ja trotzdem Wärme erreichen. Reaktorbelaste aus. Aber es tut ja Lärm verursachen. Ja, nee, was ich meinte, ist doch, wenn wir dieses Ding. Das können wir immer anmachen, egal bei welchem Motor. Ja, aber ich meine, wenn wir jetzt das jetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel. Aber dafür ist der Lärm dann zu laut. Benutzen, ja, genau, aber so würden wir ja quasi die Hitze erzeugen, weißt du? Ja. Aber trotzdem wäre der Lärm zu laut. Ja. Auch sobald man den Motor startet, war das schon zu laut, wa? Hm. Warte mal. Ich frag mich ja, ob das automatisch warm wird. Ohne Kraftstoffmotor. Was warm wird? Ob sich das immer mal füllt und dann trotzdem warm wird? Nee, ich glaube nicht. Macht denn der Kraftstoffmotor immer gleich viel Lärm, egal wie viel dort ausgewählt ist? Das Problem ist, der schießt uns direkt da mittendrin ab. Ja, ich meine, ob der da halt immer gleich viel Lärm macht, wahrscheinlich ja, oder? Ja, klar. Ja. Ist ja egal. Wir müssen irgendwie Wärme erzeugen. Aber auch wenig Kraft. Also was wir hier gerade machen, ist, dass wir auf dem Gamepad ein bisschen an den Kontrollen herumspielen. Ist halt ein bisschen blöde, dass wir euch das nicht zeigen können. Ah nee, das ist der Booster. Ja, das bringt uns auch nicht weiter.
Der macht auch nur zu viel Lärm. Wir müssen halt irgendwie hier durchkommen und den Schockzustand überleben. Aber guck mal, wenn du reingehst, ja, du musst ja nicht sofort reingehen, da geht die eine Klappe ja zu. Aber weißt du? Hier vorne ist, werde ich ja trotzdem schon gefrostet. Ich war doch auf dem linken hier und da wurde ich auch wurden wir auch schockgefrostet. Geh einfach nochmal rein, wir müssen irgendwas machen. Ist jetzt was zu sehen von wegen? Ja, klar. Aber es geht dann auch nicht weg, also es geht wirklich nur, wenn die beiden dort sind. Er ist einfach tot. Verdammt, ey. Wie machen wir das am besten? Das ist eine verzwickte Lage hier gerade. Was ist denn das da oben? Nee, kann man nichts machen, habe ich schon ausprobiert. Aber hier hinten war auch nichts, was uns irgendwie weitergeholfen hätte. Nee. Können wir nicht einfach, keine Ahnung, Frostschutzmittel benutzen? Batman hätte bestimmt das passende Spray dabei. Aber es hat auch irgendwas mit den Wärmeklappen zu tun gehabt, weil, ja, muss ja, weil... Oder wir tun erstmal heiß laufen, aber dann brennen wir, dann machen wir zu viel Krach. Lassen wir uns heiß laufen, dann gehen wir auf Elektromotor rüber. Versuchen wir. Warte mal. Na gut, wir müssen ja die Wärmeklappen auflassen. Geh einfach bis hier vorne hin erstmal. Jetzt erhitzt sich das. Schau mal, geht das? Ja, warte. Warte, ich sag's dir gleich. Warte. Okay, ich habe auf Elektromotor umgesetzt. Ach, schade, der tut nicht links nicht anfangen. Nee, genau, das habe ich ja gerade schon gesagt, das macht er nicht. Aber wir können ja dort schon mal heiß laufen, weißt du? Ja. Aber da musst du. Ja, da muss man ein bisschen warten. Deswegen habe ich ja dazwischen gewartet. Ja. An dem Ding. Und dann können wir, wenn wir heiß gelaufen sind, kannst du auf Elektromotor schalten und dann können wir nach links fahren. Ja. Wollen wir das mal probieren? Ja. Aber irgendwann ist es automatisch runtergegangen. So, Wärmebelastung geht hoch. Jetzt geht's runter, weil jetzt der Frosch steigt. Ah, okay. Geh mal links. Ich kann nicht nach links. Ich kann mich nicht bewegen. Du musst Elektromotor anmachen. Ich bin schon vorn. Ah, okay. Es muss aber was damit zu tun haben. Wir müssen irgendwie mit den Wärmeklappen zusammenarbeiten. Ja. Wir dürfen halt nicht zu laut sein. Das ist das Problem, das wir haben. Können wir dann am besten machen. Sag doch mal ganz kurz. Wenn wir jetzt. Wir probieren es doch einmal. Einfach aus. Jux. In welch. Was denn jetzt? Das mit dem Wärmen, ja. Soll ich erstmal rein oder machen. Wir wärmen mal hier draußen. Weil da drin wird es ja gleich entgegen. Ja, stimmt, okay. Ich mach kurz davor Schluss, okay? Mach die Wärmeklappe zu. Und mach den Elektromotor. Hä? Wo geht er automatisch runter? Was machst du denn jetzt? Ich hab sie nicht zugemacht. Du musst jetzt laufen lassen noch. Hab ich doch. Es ist automatisch ausgegangen. Ich glaube, du hattest außer den Finger noch drüber und das ist. Nee. Aber jetzt. Achso, du hast noch nicht umgeschaltet, sorry. Da war ich voreilig. Noch einmal probieren? Ja, komm, einmal noch. Dauert kurz ein bisschen. Jetzt tun wir. Ja, du musst auf Elektro umschalten. Hab ich! Und? Nee. Nix. Oder?
viel zu langsam. Aber wir halten schon länger durch. Verdammt. Aber wir haben schon länger durchgehalten wie davor. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem 10. Part. Wir überlegen uns jetzt noch etwas. Genau, und dann sehen wir uns mit der Lösung im nächsten Part wieder. Im 11. Part wieder. Genau. Gut. Ciao, ciao. Tschüss.